Zerstochene Reifen und eine gesprengte Windschutzscheibe. SS-Runen, Hakenkreuz und die eindeutige Drohung Lüssig: Wir kriegen dich. Neonazi-Gewalt und Schmierereien in Hamm. Mittlerweile sind sie entfernt, dafür hat Jan-Malte Lüssig gesorgt. Dem Jungsozialisten und seiner Familie gelten die Drohungen. Ich denke, sie wollen versuchen, mich einzuschüchtern. Sie wollen versuchen, die Menschen davon abzuhalten, gegen sie vorzugehen. Allerdings ist das der falsche Weg für mich. Also mich bestätigt das in meiner ganzen Ansicht noch. Besonders perfide. Mit dieser Schmiererei nehmen die Hammer-Neonazis Bezug auf das Massaker in Norwegen. Da waren 76 Jungsozialisten brutal ermordet worden. Nachbarn machen sich Sorgen, natürlich die, die kleine Kinder haben. Klar haben die Angst. Wer Autos in der Luft jagt von unbeteiligten Menschen, wer weiß, was die sonst vorhaben. Ortswechsel, aber die gleichen Bilder. Hier in Dortmund haben zerstochene Reifen, Neonazi-Schmierereien, aber auch Angriffe auf politische Gegner der extremen Rechten traurige Tradition. Das musste in der vergangenen Woche auch Hans-Jörg Rohwedder von der Piratenpartei spüren, kurz nachdem die Rechten seinen Namen mit Foto und Adresse auf einer sogenannten Outing-Seite im Internet veröffentlicht hatten. Die können sich dann zusammenrotten und mit 5, 6 Leuten auf einen losgehen oder eben nachts feige, heimlich da durch die Gegend schleichen und Hakenkreuz auf Autos sprühen, die Reifen zerstechen und dergleichen Sachen. Das ist deren Propaganda der Tat. Dafür stehen die da. Zwischen Hamm und Dortmund liegt Bergkamen im Kreis Unna. Hier steht seit der vergangenen Woche ein Neonazi unter Verdacht, Feuer in diesem Moscheebau gelegt zu haben und in diesem Haus, in dem viele Zuwanderer leben und er selbst. Kurz vor seiner Festnahme vor einer Woche gab der Tatverdächtige dem WDR noch ein Interview. Ich war ein bisschen aktiv in der NPD, jetzt habe ich mich ein bisschen zurückgezogen wegen Familie und sowas, ne? Aber ich habe da immer noch Kontakte zu. Das östliche Ruhrgebiet ist seit Jahren eine Hochburg der sogenannten autonomen Nationalisten. Auch die Zusammenarbeit zwischen diesen parteilosen Neonazis und der NPD ist hier besonders ausgeprägt. NPD-Vorsitzender im Kreis Unna und in Hamm ist Hans-Jochen Voss. Auf Anfrage lehnt er ein Interview ab. Voss unterhält enge Kontakte zu extremen Rechten im Ruhrgebiet. Diese Bilder zeigen ihn auf Neonazi-Demonstrationen in Dortmund und in Hamm. Bei solchen Aufmärschen ist er seit Jahren präsent. Auf Internetseiten der Neonazis aus der Region wird immer wieder von ideologischen Schulungen, im rechten Sprachgebrauch Saal- oder Vortragsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit der NPD Unna Hamm berichtet. Der Dortmunder Staatsschutz kennt die Verbindungen zwischen diesen rechten Gruppen. Man muss sich das vorstellen wie eine persönliche Unterstützung. Es gibt Abende, an denen nehmen also, ich sage mal, die Unneraner dann bei den Dortmundern teil oder eben die Unneraner und die Dortmunder möglicherweise auch in Hamm, dass man mal in diese Richtung denkt. Also da gibt es schon Verflechtungen und Verbindungen und Kontakte. Für Anfang September planen die Neonazis wieder einen Aufmarsch in Dortmund. Mit mehr als 40 Veranstaltungen soll gegen die Rechten protestiert werden für Vielfalt und Demokratie. Auch die Hammer-Jusos wollen dann nach Dortmund fahren und Flagge zeigen gegen rechts. Von der Dortmunder Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und Demokratie ist Dr. Stefan Mühlhofer zu Gast. Warum nehmen die Übergriffe der Rechtsradikalen im Moment so zu? Wir befinden uns zurzeit in der Mobilisierungsphase für den 3. September. Wie in jedem Jahr nehmen die Übergriffe vor diesen Demonstrationen leider zu, weil diese gewaltaffinen Rechtsextremen eben andere gewaltaffine Rechtsextreme dazu mobilisieren wollen, nach Dortmund zu kommen. Die Rechtsextremen wollen marschieren Anfang September. Wie sieht da Ihre Strategie aus? Unsere Strategie ist, wie in den letzten Jahren, Räume in Dortmund zu belegen, Plätze, Straßen zu belegen mit Veranstaltungen, mit Gegenveranstaltungen, um so den Raum für die Rechtsradikalen klein zu machen. Es gibt Menschen, die sorgen sich, da in Konfliktsituationen zu geraten. Wie kann man vielleicht Flagge zeigen, ohne da die Gefahr zu laufen? Es gibt viele unterschiedliche Veranstaltungen. Sie können an die Katharinentreppe kommen, wo Verdi und die Koordinierungsstelle zusammen die ganze Woche ein Friedensfestival macht. Da wird garantiert nichts passieren. Sie können abends an einem Samstag auf den Wilhelmplatz kommen. Auch da ist die Polizei so präsent, dass da nichts passiert. Der Wilhelmplatz im
Stadtteil Dorstfeld. Gerade Dorstfeld ist eine Hochburg der autonomen Nationalisten. Man sieht das dort mit Aufklebern und auch die Personen, die sich dort frei bewegen. Passiert da eigentlich mal was? Da passiert durchaus was. Also die Familie, es gibt eine Familie, die vor 2 Jahren aus Dorstfeld weggezogen ist, weil sie immer wieder von Rechtsextremen gemobbt wurde. Viele Anwohner ängstigen sich vor den Rechtsextremen, weil die eben auch sagen, ihr dürft nichts gegen uns sagen, dann machen wir nichts gegen euch. Also so ist sozusagen die Absprache. Da wird ein Vertreter der Piratenpartei attackiert. Wir haben das Beispiel gesehen des jungen Mannes aus Hamm. Und Sie selbst erwähnen die Familie aus Dorstfeld. Was mache ich eigentlich, wenn mich Rechtsradikale attackieren und mich in meinem Alltag bedrängen? Bleiben oder wegziehen? Das kann man so nur für jeden einzelnen Fall beantworten. Also es gibt Fälle, wo man sagen muss, dass es besser wegzuziehen. In den meisten Fällen sollte man schon zuerst mal versuchen, Stellung zu halten und eben den Rechtsradikalen nicht nachzugeben. Aber wer hilft einem denn? Man muss Unterstützung suchen. Man muss zum einen immer und von Anfang an die Polizei einschalten, das ist ganz wichtig. Und zum anderen kann man durchaus sich gerne auch an die Koordinierungsstelle wenden, um sozusagen eine zusätzliche Unterstützung zu bekommen. Wir bauen gerade eine Opferberatungsstelle in Dortmund auf, die so etwas dann noch professionell übernehmen soll. In den neuen Bundesländern gibt es das überall, in jedem Bundesland, in den alten Bundesländern nirgendwo. Wir in Dortmund wollen hier voranschreiten. Ist das viel zitierter Bestandteil des Aktionsplans gegen Rechts, auf den im Grunde ja alle warten, die sich darüber freuen würden, wenn in Dortmund weniger Neonazis sind? Das ist einer der Punkte des Aktionsplans gegen Rechts. Da sind noch viele andere Punkte mit drin, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir gesehen haben, das fehlt definitiv in Dortmund, das fehlt in ganz Nordrhein-Westfalen. Also Beratung für Opfer? Beratung für Opfer. Okay, als ein Baustein für das neue Modell. Wann ist das dann auf dem Tisch, dass auch mal beschlossen wird von der Politik? Das wird in diesem Jahr noch von der Politik beschlossen, nicht im September in der Ratssitzung, weil der Haushaltsberatungen sind, aber dann im November in der nächsten Ratssitzung. Und dann wird es sein. Danke, Stefan Mühlhofer, für den Besuch. Gern geschehen.